Müsli, Wasser, Mückenspray, Plantein, Shaker, Früchte. Yes. Hello. Morning. Aloha. How are you? I'm doing good. How are you? Yeah? Yeah, I'm pumped. Ready to hike? Yeah, I'm ready to hike. Ready for some cardio. Manoa Falls. Ajit. Hello. Yes, here for the waterfall. Yes. It's a $5 parking. $5? So Leute, da sind wir in den Moana Falls und ihr seht richtig, richtig viel Natur hier, umgeben von Dschungel. Und das Schöne ist, das Ganze dauert jetzt nicht mal eine Stunde und dann sind wir scheinbar an einem richtig krassen Wasserfall. Wir sind hier mit einem Kollegen von meiner Freundin, der hier wohnt. Ich versuche immer überall, wo ich hingehe, mir jemanden zu suchen oder zu angeln, der von der Region ist und mir was zeigt, was man so als Tourist vielleicht nicht finden würde. Und die Moana Falls, die wir jetzt hier betreten, sind sehr bekannt. Aber er zeigt uns einen speziellen Weg, wie man zu einem Ort kommt, wo keine Sau ist. Also ein Wasserfall über dem Wasserfall, wo die anderen Leute sind. Und das klingt natürlich sehr spannend. Und dafür opfere ich natürlich dann auch gerne ein paar Kalorien. Ich bin sowieso momentan auf Diet Break, das heißt, ich esse wieder ein bisschen mehr. Noch die nächsten paar Tage und dann geht's wieder los. Moana Falls. Let's go. Hiking-Shoes sind montiert. Let's do it. Schaut euch das an, Leute. Und das Krasse ist, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir hätten es fast verpasst. Weil meine Freundin, beziehungsweise ihre Schwester auch, die sind alle morgen immer so, oh, ist es das wert? Wird es regnen? Die haben immer diese ganzen Sorgen im Kopf. Statt einfach zu sagen, hey, come on, let's go, let's do it, let's try it. Scheiß drauf, auch wenn es regnet. Greg Plitt, Leute, hat auch schon immer gesagt, ihr müsst nicht lernen, wie man dem Regen aus dem Weg geht. Ihr müsst verdammt nochmal lernen, wie man im Regen tanzt, Mann. Dance in the motherfucking rain, dance! Life is not about waiting for the storm to pass, guys. It's about learning how to dance in the fucking rain. Dance in the rain. So dance, motherfucker, dance! Wow! Hawaii ist wirklich, 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 wirklich was zum Schönsten, was es auf dieser Welt gibt. Sieht aus wie ein Far Cry hier. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Far Cry. Ich habe früher so oft gezockt. Ich habe mir jeden Tag 8 bis 12 Stunden Videogames reingezogen, Leute. Ich wollte der Beste sein in jedem Spiel. Und irgendwann, aus dem Nichts, habe ich es einfach nicht mehr gefeiert. Und ich glaube, es war in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass das Leben auch ein krasses Videogame sein kann, wenn man es zulässt. Und deswegen, ja, ich vermisse es schon ein bisschen manchmal, aber ich denke, ist das hier einfach schon, ich glaube, da kommt die beste Grafikkarte nicht mit. Ich glaube, da kommt die neueste Nvidia GeForce oder was auch immer, Grafikkarte einfach nicht mit. Leute, ein paar Kilo weniger auf dem Körper und schon läuft's wieder. Dann bin ich wieder schön geschmeidig und schnell. Ja, ohne Scheiße, Mann. Ich merk's immer wieder, diese 5 Kilo, so von 107 auf 102, das sind die Kilo, die mich im Gym zwar nach vorne bringen, aber es sind auch die 5 Kilo, die mich im Alltag behindern. Das heißt, beim Schlafen oder auch so bei so Hikes, jetzt bin ich ultra fit, ich kann laufen, ich komme nicht mal aus dem Atem. Und es sind nur 5 Kilo. Also so wie der Rucksack jetzt hier gerade. Richtig sick. This is how Hawaiians hike. And this is how Western hike. 30 Minuten später, Leute, wir sind schon hier. Und das ist eben genau der Grund, wieso es auch so viele Leute hier hat. Weil es nur 30 Minuten sind, easy ist. Und deswegen gehen wir jetzt hier weiter. You can't film past this point, because after that, we gotta throw you in the volcano. Okay, so I'm liable if I show the illegal way, huh? Yeah, don't do that. Okay. Also Leute, es ist offiziell nicht erlaubt, dass wir jetzt machen, darum darf ich es nicht filmen. Oh, look how high it is.
Ihr seht, Leute, es ist kein Zuckerschlecken hier. Wir sind schon von hier gekommen. Und das sind jetzt hier noch die letzten Meter. The Glory. The Glory Miles. Yeah! Wir haben es geschafft, Leute. Der zweite Pool. Und ihr seht, die Aussicht hier ist richtig sick. Und leider hat es Serenia und ihre Schwester nicht geschafft. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Es war einfach zu krass. Und genau bei solchen Sachen muss man wirklich auch sich selbst auch ein bisschen kennen. Also wenn man halt wirklich Angst verspürt, dann sollte man es auf jeden Fall nicht riskieren. Also für mich war es jetzt auch nicht gerade ein Zuckerschlecken. Aber ihr seht, also es ist auf jeden Fall wert. Es ist auf jeden Fall wert. Hier sieht man noch Waikiki. Und das ist dann auch ein richtig geiler Natural Pre-Workout, um nachher 100% im Gym zu gehen. Are we on? Yeah, we're on. All right, Leute, es gibt eine Cold Shower Therapie. Natural. Naturaler geht's nicht mehr. Check das mal ab. Can I jump? Probably better not to jump. Wade. What should I do? Wade in, slowly. Wade in. A lot of rock. I don't like to weigh in, you know? It makes it harder. Whoa! Geil! It's awesome, huh? So wonderful. Woo! In Hawaiian, the word for waterfall is Wailele. Gute Aussicht. So von hier in deinem Jacuzzi so. Was? Can I book the room another day? Sorry, sir. We're all booked up for the next 10 years. So. Frühstück jetzt. 60 Gramm Proteinpulver. Und eine Kiwi. Wusstet ihr das? Did you know that you can eat Kiwi with the skin? With the skin? Yeah. Did you ever try it? Yeah, my mom used to cut it with the skin. I'll have to try it now. Ja, geht klar. Wusste ich nie. It's so easy. Schaut euch das an, Leute. Da haben wir jetzt nochmal alles drin. Kokosraspeln, Blueberries, Erdbeeren, Granola. Und so eine Art Spinatbrei hier. So ein bisschen wie eine Acai-Bowl. Einfach grün. Richtig, richtig nice. Das gibt es jetzt hier zusammen mit einem äthiopischen Kaffee. Perfect Pre-Workout. So, Leute, wir sind unterwegs ins Gym. Und ich muss jetzt einfach noch mal was loswerden. Und zwar habe ich ja letzte Woche das Hippie-Video gemacht. Einfach einen fetten Dankeschön für das Video, Mann. Das ist unglaublich krass angekommen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich so einen Zuspruch bekomme von euch. Dass es Leute gibt, die nicht nur sagen, geile Story, sondern auch sagen, hey Misha, Mann, du hast mich damit berührt. Und das zeigt mir halt einfach einmal mehr, dass YouTube im Allgemeinen viel, viel, viel geiler auf den realen Shit reagiert. Ich habe immer gemeint, dass mein Job als YouTuber es ist, den Leuten positive Feelings ins Wohnzimmer zu bringen, zu transportieren. Ich reise, ich gebe mein Bestes, den Leuten positive Feelings zu vermitteln, sie zu motivieren, ihnen Trainingstipps zu geben. Das war immer mein Job. Und jetzt habe ich einfach gemerkt mit dem fucking Video, dass die Leute auch gerne sehen wollen, was nicht so gut läuft oder wenn du mal irgendwas hast, das dich bedrückt. Und das hat mich jetzt einfach, ja Mann, das hat mich jetzt einfach zu dem Punkt gebracht, dass ich euch jetzt einfach auch heute mal erzählen will, was jetzt gerade abgegangen ist. Ich hoffe, das verdammte, die verdammte Kamera hält hier stand, weil ich fahre hier gerade und ich will sie nicht halten. Auf jeden Fall sind seit der letzten Szene 2 Stunden vergangen. Ich habe jetzt 2 Stunden lang mit meiner Freundin gestritten, fast. 2 Stunden. Und wieso sage ich euch das jetzt? Ganz einfach, Mann. Weil
ihr seht immer die geilen Sachen auf Instagram, ihr seht immer auf YouTube, was abgeht bei mir, ihr seht, wir haben eine gute Zeit zusammen. Aber Leute, glaubt mir, Mann, auch wir, besonders wir, kann ich sagen, haben auch unsere Challenges, Mann. Und ich sage nicht, dass wir immer Streit haben oder dass wir jetzt gerade was hatten, was ultra dramatisch ist, aber es war halt einfach eine sehr negative Erfahrung, weil wir momentan wieder in so einer Phase sind, wo wir halt einfach Challenges haben. Ich sag immer gerne, wir haben Challenges statt Probleme. Das hat mir Patrick beigebracht. Sag lieber Challenge statt Problem. Und ich sehe halt momentan die Challenge. Und die Challenge ist, Leute, dass genau weil wir so einen krassen Lifestyle haben, wie die Leute immer geil finden oder das, was euch immer so gefällt, zu sehen, wie wir harmonieren und zusammen reisen und Zeit zusammen haben. Genau deswegen, Leute, ist es auch verdammt schwer geworden, Mann. Weil du bist 24 Stunden, 24/7, miteinander konfrontiert. Meine Freundin reist seit über einem Jahr nonstop mit mir mit. Wir hatten kleine Breaks, einen Kapstadt. Einmal ist sie in LA geblieben. Aber sonst sehen wir uns jeden Tag, Mann. Ich gehe nicht irgendwie arbeiten, sondern sie kommt meistens mit. Und genau deswegen ist es, obwohl es natürlich von außen ultra geil aussieht, eine riesen fucking Challenge für mich, Mann. Weil ich muss jeden Tag mein Bestes tun, mich selbst zu reflektieren, Sachen, die passiert sind, zu reflektieren und habe manchmal einfach gar nicht die Kapazität dazu mit meinem ganzen Busy-Job. Ich sage es immer wieder gerne, Leute, ich arbeite an guten Tagen 12 bis 16 Stunden und an schlechten Tagen oder beziehungsweise an Tagen, wo ich mir die Zeit nehme, wie jetzt auch hier in Hawaii, versuche ich meistens zwischen 4 und 6 Stunden zu arbeiten. Weniger geht für mich nicht, weil es zu langweilig wird sonst, aber in der Regel sind es mindestens 10 Stunden. Und da bleibt nicht mehr viel Zeit, noch tausend andere Sachen zu machen, weil ich will ja auch noch lesen, ich will ja auch noch meinen ganzen Shit, den ich auch euch preacher, immer noch durchziehen. Ich will ja mich selbst jeden Tag verbessern. Aber eine Beziehung erfordert halt einfach auch viel Verständnis, besonders in der Konstellation, in der ich jetzt bin. Und das muss einfach mal hier jetzt auf Social Media so ausgesprochen werden, damit ihr seht, dass auch bei mir die Tage manchmal nicht so geil verlaufen, dass auch ich manchmal zu spät ins Gym komme, wie zum Beispiel jetzt, es ist nämlich schon 4:30. Und dass, obwohl ich jetzt hier im fucking Paradies bin, in Hawaii, einfach auch mal alles nicht so gut läuft. Und der einzige Grund, wieso ich so Sachen in den letzten Monaten, Jahren jetzt nicht groß behandelt habe, ist, weil ich einfach das Gefühl hatte, man, was wollt, jeder hat doch selbst schon genug Probleme. Wieso will er denn jetzt noch hören, was Misha für fucking Probleme hat? Aber ich finde, es ist fair, Mann. Ich habe es im letzten Video gemerkt, es ist eigentlich nur fair, dass ihr auch die Schattenseiten seht, was nicht so gut läuft. Und ich garantiere euch, Leute, das wird in Zukunft nur noch so laufen hier, weil so kriegt ihr einfach ein besseres Bild von meinem Leben und so werdet ihr auch merken, wie viel Scam auf YouTube und auf Instagram ist. Weil jeder kann 200, 300 Fotos schießen in ein paar geilen Ortschaften und so tun, als wäre er fucking Entrepreneur, irgendein scheiß Millionär, CEO und das ganze Gebullshitte, man, oder irgendwie so tun, als wäre man irgendwie ein krasser Typ, Likes kaufen oder was auch immer, man. Es gibt so viele Fakes. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass eben ich jetzt immer alles immer komplett gesagt habe. Wie gesagt, es gibt einfach Sachen, so persönliche Dinge, die habe ich einfach immer so für mich behalten, weil ich immer so gedacht habe, Alter, wieso interessiert das niemand? Aber eben, so in Bezug auf Business habe ich auch schon meine Abwachs erzählt und da werden auch noch einige Sachen kommen. Es ist halt immer so eine Sache mit Business, weil du nicht allein im Ding drin bist, auch jetzt hier mit Sar. Ich sage euch das jetzt halt einfach so, weil ich denke, dass es richtig ist, dass ihr das mal wisst. Und ich habe jetzt hier auch nicht irgendwelche intimen Sachen erzählt, sondern es geht wirklich nur darum, dass ihr seht, yo, sogar in einer Couple Goals Beziehung hat man Streit. Und auch ich habe Phasen, wo ich mit ihr mehr Streit habe und Phasen, wo ich weniger bis gar keinen Streit habe. Also auch ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ich bin nicht in irgendeiner Form hier ein Vorbild, was das betrifft, dass ihr das denkt. Und genau deswegen habe ich das jetzt nochmal so geshoutoutet. Einfach für euch als kleine Info. Ich gehe jetzt ins Gym, ich mache jetzt mein Ding, weil ich kann sehr, sehr, sehr gut abschalten, wenn ich was mache, was mir Spaß macht. Wie zum Beispiel für euch jetzt hier ein Voiceover aufnehmen dann später und zuerst jetzt mal das Training durchhasseln. Alpha Minus im Start. Und yes, Mann, nochmal fettes Dankeschön für jeden, der das Video geguckt hat, für jeden, der Like gedrückt hat.
und ihr könnt euer Gift drauf nehmen, dass ich auf das Video noch ein paar Q&As machen werde, weil da sind so viele krasse Fragen drunter gekommen oder Sachen, die ich noch erzählen will, Sachen, die ich noch ergänzen will. Und ja, Mann, also ich habe auf jeden Fall einiges an Stoff ready für euch, den Stoff hier. Und umso mehr ich hier merke, dass ich eigentlich auch gerne einfach nur rede zu euch, umso mehr überlege ich mir auch jetzt, diesen ganzen Podcast-Shit noch ein bisschen vorzuziehen. Das mit dem Podcast ist einfach noch so eine Sache, weil ich einfach nicht will, ich will es halt einfach nicht nur machen, um es gemacht zu haben. Wenn ich einen Podcast starte, dann will ich ihn so machen, dass man auch wirklich den Content kriegt, verdammt nochmal, jede Woche. Und deshalb gibt mir da noch ein bisschen Zeit, weil halbe Sachen, Mann, das gibt es bei mir nicht. Es gibt so viele Leute, die fangen einen Podcast an, machen 10 Episoden und dann sind sie raus. Und genauso läuft es bei mir nicht. Wenn ich ihn starte, dann wird er verdammt nochmal auch durchgezogen. Und bevor ich das machen kann, muss ich zu 100% committed sein, zu 100% wissen, was ich will, wie ich es will. Und ihr werdet Bescheid wissen, Mann. So, fertig gelabert, jetzt geht's ins Gym. Bis nachher. So, jetzt habe ich meinen Wagen hier platziert. Ich hatte nicht mehr genügend Münz, um die volle Stunde zu bezahlen, die nötig gewesen wäre. Also wenn ich jetzt heute noch eine Parkbuße bekomme, Leute, dann werdet ihr es auch erfahren. Weil das Harte ist, hier fürs Gym, das UFC-Gym, da hat es circa, ich denke mal, es hat so circa 30, 40 Parkplätze, was ja eigentlich nicht wenig ist, aber es hat so viele Leute in diesem Gym, dass ich jedes Mal bisher mindestens 5 bis 10 Minuten gewartet habe. Und jetzt schaut euch das mal an. Ein Wagen, zwei Wagen, drei Wagen, vier Wagen sind schon alleine hier in der Pipeline zum Warten, einen Parkplatz zu kriegen, weil einfach das Gym ultra busy ist. Also das heißt, das habe ich jetzt einfach ausgerechnet. Ich so, ja, wenn ich jetzt eine Buße kriege, dann sind das $50. Aber hier hätte ich mindestens eine halbe Stunde gewartet. Und früher im Personal Training habe ich 200 die Stunde genommen. Habe ich gedacht, Alter, dann mache ich einen besseren Deal, wenn ich jetzt die Buße bekomme. Also hier, ihr seht, richtig harte Schlange. Und hier haben wir jetzt das Gym, UFC Gym, richtig geil. Habe auch gerade einen Kollegen hier getroffen, der vegan ist. Und der hat mir gerade direkt eine kostenlose Membership gegeben. So macht Spaß. So Leute, willkommen hier aus dem Gym. Schön habt ihr es geschafft, mir heute hier zuzugucken und zuzuhören. Ich möchte heute hier in diesem Voiceover mal ein bisschen über das Thema Diet Break reden und in diesem Zusammenhang auch gerne mit dem Thema Macht Science, also die Wissenschaft, uns zu Pussys, weil das ist so ein bisschen das, was ich in letzter Zeit immer wieder höre, dass Leute, die sehr wissenschaftlich trainieren, gar nicht mehr richtig hart trainieren. Also sozusagen so ein bisschen böse Zungen behaupten, dass durch den ganzen Wissenschaftskram wir sozusagen dann einfach auch irgendwie nicht mehr so richtig hart am Schieben sind. Und deshalb würde ich, bevor ich das Thema jetzt nochmal genauer beleuchte, kurz anfangen, und zwar beim Thema Diet Break. Eben Diet Break, für einige Leute ein Hipster-Begriff, der überhaupt keinen Sinn macht und hat noch kein Hardcore-Bodybuilder davon gehört, weil wer macht schon in einer Diät eine Pause? Das sind doch absolute Pussys. So heißt es jedenfalls in gewissen Leuten. Ich sehe es halt komplett anders. Ich sehe, dass Diet Breaks mit Abstand das effektivste Tool sind, welches ein Athlet in der Diät verwenden kann, um psychisch am Start zu bleiben und zusätzlich dazu sogar noch einen riesen fetten Vorteil in der Diät zu erreichen. Und auf den möchte ich jetzt kurz eingehen. Denn, sind wir mal ehrlich, der wöchentliche Cheat Day, also das, was jetzt die Oldschool Bodybuilder so preachen, es wird immer noch so ein bisschen als der heilige Gral der Bodybuilding-Diäten angepriesen, um den Stoffwechsel wieder hochzufahren, um weniger Appetit zu haben. Das sind so die Argumente dafür. Doch stimmen diese Behauptungen überhaupt? Zuerst aber mal kurz zu der Definition dieser beiden Begriffe, weil Refeed Days und Cheat Days sind ganz bestimmt nicht das Gleiche. Und genau deswegen will ich hier eigentlich auch gar nicht zu krass auf die Cheat Days eingehen, weil Cheat Days sind sowieso absoluter Bullshit. Also Tagen, an denen man isst, wie viel man will und was man will, das führt nie zu einem guten Ergebnis. Ganz im Gegenteil, genau das ist der Grund, wieso viele Leute in der Diät irgendwann einfach keine Erfolge mehr erzielen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass dieser Cheat Day ihnen die Möglichkeit gibt, zu essen, was sie wollen, wie viel sie wollen, und sie sich gar nicht im Klaren darüber sind, dass sie dadurch durch einen verdammten Tag ihre ganzen Diät-Erfolge und Diätbemühungen der letzten Tage einfach wieder zerstören. Und deswegen, Leute, von Cheat Days immer
direkt Abstand nehmen. Wenn euch irgendein Coach, irgendein Bodybuilder sagt, mach ein Cheat Day, dann seid ihr dort auf jeden Fall nicht an der kompetentesten Adresse, das garantiere ich euch. Wenn jemand von Refeed Days redet, dann sieht's wieder ein bisschen anders aus. Bei Refeed Days handelt es sich nämlich mehr um strategische Kalorienerhöhungen in der Diät. Das heißt, ein- bis zweimal pro Woche, vielleicht auch dreimal, werden meistens nur die Kohlenhydrate erhöht. Also Refeeds sind meistens dafür da, die Glykogenspeicher wieder voll zu machen und auch Appetithormone wie Leptin wieder zu erhöhen, damit das Sättigungsgefühl wieder da ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Methode, mit der ich auch 2013 wie auch 2016 sehr erfolgreich gearbeitet habe. Ich war ein großer Fan von Double Day Refeed Days, weniger von Single Day Refeed Days. Wieso? Das erkläre ich euch jetzt gerade. Aber im Grunde genommen gibt es da diverse Protokolle, die man anwenden kann. Und wenn man gezielt und ganz spezifisch mit Refeed Days arbeitet, kann man sich da auf jeden Fall einen richtig großen Vorteil verschaffen. Und zwar nicht nur im physikalischen Sinne, sondern auch einen psychologischen Vorteil. Weil eben, wie gesagt, Hormone wie Leptin senken in einer Diät nach und nach ab. Das heißt, ihr werdet ständig mit Fressattacken oder mit Heißhungerattacken konfrontiert und das führt dann auch dazu, dass der Stresslevel nochmal steigt, was dann wiederum heißt, dass ihr auch mehr Cortisol im Körper habt. Und Cortisol hat auch studiengemäß gezeigt, den Fettabbau zu vermindern. Also Stresshormone im Körper sind nicht nur ungesund fürs Herz, sondern auch ungesund, um eine Diät erfolgreich durchzuziehen. Und genau deswegen muss man eben auch mit diesem Wissen spielen und wirklich auch ganz gezielt die Kohlenhydrate an solchen Tagen erhöhen. Jetzt habe ich erwähnt, dass ich nicht so ein großer Fan von Single-Day-Refeeds bin, weil meine Erfahrungen in meinen eigenen Diäten sowie auch mit zahlreichen Kunden einfach gezeigt haben, dass ein einziger Tag nicht ausreicht, um wirklich auch einen merkbaren positiven Effekt herbeizurufen. Und das vor allem, wenn man eben ein bisschen länger diätet. Also die Boys und Girls, die jetzt schon in der Shred Edition sind und jetzt die ersten 4 Wochen gemacht haben. Ihr wisst ja, wir arbeiten mit einem Macrocycling und dort habt ihr ja auch diese 2 Tage dabei, die ein bisschen höher sind und deshalb kann man das so einen Double Day Refeed bezeichnen. Also 2 Tage aufeinander gefolgt mit mehr Kalorien sorgen dafür, dass das Leptin wirklich auch merkbar nach oben gepusht wird und man nicht einfach nach einem Tag immer noch Hunger hat oder zum Teil sogar wieder mehr Hunger hat, weil sich der Magen in diesem Refeed Day dann auch wieder ein bisschen ausgeweitet hat. Also wie gesagt, die Erfahrungen haben das gezeigt, das Ganze ist auch studientechnisch gebackupt worden, haben wir alles so auch im Shred Guide verlinkt, für die, die es interessiert, wirklich mal kurz die Shred Edition anschauen, sciencedetics.com/shredded. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, hier einzusteigen und euch dieses Wissen zu holen, weil dort sind einfach die ganzen 20 Kapitel zusammengefasst auf 36 Seiten. Und wenn ihr das einmal gecheckt habt, Leute, dann wird Diät nie wieder irgendein Magic Work sein für euch. Es wird einfach nur noch easy sein. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Wie gesagt, viel wichtiger als die Kalorienmenge an einem Refeed Day ist die Dauer der Kalorienerhöhung. Das heißt, man hat herausgefunden, dass es mindestens 48 Stunden dauern sollte, wenn man von diesem positiven Effekt profitieren will. Und genau deswegen, Leute, rate ich euch von Single-Day-Refeeds komplett ab und von Cheat-Days sowieso. Und wenn ihr diesen Effekt noch geiler haben wollt, also noch mehr von diesem Effekt, dann würde ich euch eben zu so einem Diet-Break raten. Und ein Diet-Break hat in zig Studien, also da bin ich wirklich nicht irgendwie mit einer Studie verblieben, wo man mal sagt, ja, Diet Break bringt's. Nein, da gibt's mehrere Studien, die ganz klar gezeigt haben, dass die Gruppen, die den Diet Break durchgeführt haben, längere und bessere Diäterfolge erzielt haben. Das heißt, die Leute haben eine Diät länger durchgehalten, sie haben bessere Erfolge erzielt und die Adhärenz ist massiv gestiegen und es wurde sogar mehr Fettverlust generiert, weil man eben in diesen Phasen eines Diet Breaks sich nicht nur psychologisch erholen kann, sondern auch die ganzen Hungerhormone wieder nach oben steigen und man dadurch auch wieder den Need erhöht, das heißt durch das Wohlbefinden bewegt man sich auch wieder mehr, hat auch wieder ein bisschen mehr von diesen unterbewussten Bewegungen, die man macht, man läuft wieder ein bisschen einfacher, man atmet ein bisschen tiefer ein, der ganze Körper wird einfach wieder weg von diesem effizienten Modus hin zu diesem, hey, ich will es einfach nur noch durchhauen Modus, also das ist so der Premise und wie gesagt, ein Diet Break, das kann 1
bis maximal 4 Wochen sein, wobei ich für 4 Wochen wirklich schon fast sagen würde, das ist dann schon fast ein bisschen too much. Aber schlussendlich ist es eigentlich auch scheißegal, wie lange ihr ihn macht, solange ihr natürlich im Diet Break immer auf Maintenance-Kalorien seid. Das heißt, die Maintenance-Kalorien müssen dann natürlich auf jeden Fall eingehalten werden. Und das ist auch der verdammte Trick und der ganze Hokuspokus rund ums Thema Form halten, Leute. Wenn ihr einmal auf 10% oder auf 8% runterdiätet habt und ihr euch nicht die Form versaut mit irgendwelchen Cheat-Days und eure Maintenance-Fahrt, dann könnt ihr diese Form auch über mehrere Monate halten. Da braucht's auch keine scheiß Roids dazu und keine scheiß Fatburner. Das ist einfach nur dieser einzige Faktor, der euch da im Wege steht. Und zwar, dass ihr es meistens eben nicht wisst oder die Leute das nicht wissen und denken, das Ganze ist so irgendwie auf irgendeinem so einem Mechanismus aufgebaut. So, wenn man die Kalorien nicht zählt, dann zählen sie nicht. Oder wenn man an einem Cheat Day die Kalorien isst, dann wird man nicht dick. Aber wenn ihr erstmal verstanden habt, dass das ganze Game nichts anderes als Mathe zweite Klasse ist, also Matheunterricht aus der zweiten Klasse, dann eben, wie gesagt, dann wird es auf jeden Fall um einiges eindeutiger. Und darum mache ich jetzt nach 4 Wochen Dauerdiäten auch einen Diet Break, weil ich habe ja auch überhaupt keinen Stress. Also das Schöne bei mir ist jetzt auch, dass ich nicht für irgendeinen Wettkampf oder ein Shooting ready sein muss. Und genau deswegen kann ich es jetzt auch so entspannt nehmen und mir diese ganzen Tools zu nutzen machen. Und genau so sollte es bei euch auch aussehen. Wenn ihr keinen Zeitdruck habt aus irgendeinem Grund, wie Wettkampf oder Shooting, dann lasst euch nicht stressen. Wendet die Sachen an, die ich euch hier jetzt genannt habe. Und ich garantiere euch, Leute, ihr werdet die geilste und einfachste und erträglichste Diät eures Lebens haben. Macht es euch einfach nicht schwerer, als es sonst schon ist und benutzt wirklich die Up-to-Date-Strategien, die es in diesem Bereich gibt. Wenn euch irgendjemand sagt, ja, du musst in der Diät leiden, du musst in der Diät jeden Tag denselben Scheiß essen, das gehört alles dazu zum Lifestyle, dann lasst diese Person einfach ihr Ding durchziehen und macht es einfach richtig. Weil so macht ihr im besten Fall mit weniger Aufwand bessere Erfolge und dann kann jeder von diesen Hardcore-Boys kommen und sagen, dass ihr nicht hart genug arbeitet, aber wenn ihr dann einfach 2-3% weniger Körperfett am Körper habt als diese Person, dann könnt ihr euch nur ins Fäustchen lachen und sagen, mach du nur schön weiter dein Oldschool-Ding und lass mich bitte in Ruhe, weil ich bin shredded und wie ich es mache, das ist mir überlassen. Und ja, wie gesagt, also das ist nur so meine 2 Cents, weil ich einfach immer wieder sehe, wie die Leute dieses Diätleben so als das Leiden bezeichnen. Leiden muss nur der, der gewillt ist zu leiden. Und wenn ihr nicht gewollt seid, Leute, wenn ihr einfach auch on the good side of life sein wollt, dann macht es einfach so wie wir, Janis, ich, Patrick Teutsch, Brosep, wir sind alle im selben Boot. Wir machen alle diesen Approach und der funktioniert. Und deswegen, Leute, ich bin raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt geht es nochmal weiter mit dem Blog. Jetzt seht ihr, ob ich die Buße noch bekommen habe. Peace. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wie ich immer so schön sage, nach dem Training ist immer alles besser. Und so fühlt es sich jetzt auch gerade an. Ich bin wieder entspannt, ich bin wieder calm. Und wenn ich jetzt auch noch gerade noch keine Buße auf dem Auto habe, dann ist doch alles wieder in Ordnung, würde ich sagen. Und wir sind verschont geblieben. Schön, sehr schön. Yes, Leute, das war's. Kleiner Vlog hier aus Hawaii. Von mir persönlich gefilmt und geschnitten. Ich hoffe, ihr schätzt den Hustle. Und bald geht's dann weiter in LA mit Marcel wieder. Dann transformieren wir ihn im Gold Gym. Lernt er das Mecca persönlich kennen. Machen noch ein paar richtig gute Videos. Ich habe noch einiges an Content ready für die Shred Edition bzw. rund um das Thema Shredden. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, viele Fragen von euch. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Shred, dann schreibt es unten in die Comments oder noch besser, unterstützt den Movement, den Science Approach Movement und holt euch die Shred Edition. Halbes Jahr Arbeit wurde reingesteckt, um es euch so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke wirklich, die paar Euro, die lohnen sich für jeden, der mal lean werden will, weil es einfach richtig lernt und ihr müsst nur einmal richtig lernen. Und dann seid ihr fürs Leben lang ausgerüstet mit dem Wissen. Yes, besten Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr noch einen Daumen nach oben übrig habt für mich, dann würde es mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.